Servus Freunde des Flugsportes, ja, willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, vorab muss ich mich mal so ein klein wenig entschuldigen. Ja, im Moment ist es halt arbeitstechnisch und durch den familiären Zuwachs mir nicht möglich, da ein, zwei Videos in der Woche rauszubringen. Also das funktioniert einfach nicht. Deshalb gucke ich, dass zumindest jedes zweite Wochenende irgendwas kommt. Ja, also ich versuche es auf jeden Fall. Also seid mir deshalb nicht böse. Ja, was machen wir heute? Es ist, wettertechnisch ist es schon geil, aber es wurde Ende letzten Jahres wurde schon erwünscht, mal ein Video rein über unsere C22 zu machen. Ja, also machen wir das heute. Ich möchte euch heute einfach mal meine kleine C22 oder allgemein die C22 so ein klein bisschen näher bringen. Ja. Es gibt ja verschiedene UL-Flugzeuge, ja, wirklich ältere, ganz spartanische, ja, egal ob das ein Skywalker ist, ob das ein Sunny ist, der ja auch eigenwillig ausgesehen hat, oder Sherpa oder egal was da alles gibt. Natürlich haben die alle ihre Fangemeinde, ihre Daseinsberechtigung. Ich finde die Dinge einfach klasse, ja, je mehr Abwechslung man hat, ja, gerade so bei Flugfesten, ich finde das einfach richtig klasse. Vielleicht gerade aus dem Grund, so wie die UL-Fliegerei entstanden ist, dieser Urgedanke der UL-Fliegerei, sind wir wahrscheinlich für einige Eco-Piloten, wir sind keine Piloten, ja, wir sind einfach nur Luftsportgeräte für. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, ja. Ich fliege die Kiste genauso aerodynamisch gesteuert wie die anderen auch, darf nur nachts nicht oder so, ja. Ist ja auch egal, anderes Thema. Ja, die C22 wurde tatsächlich gebaut von 1982 bis 99 und das weiß ich deshalb. Die Uniform Whisky vom René ist ein 99er Baujahr. Wenn ich mich nicht täusche, also korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Ich meine, 1998 ist schon die C42 gebaut worden. Ja? Also liefen die irgendwann schon irgendwo gleich zur gleichen Zeit vom Band. Ja? Also die neue ist gekommen, die C22 ist langsam so ausgemustert worden oder die letzten gebaut worden. Auf jeden Fall war es damals auch recht spartanisch. Ja? Die C22 hatte nur das Rumpfboot, ja. Dickes Profil, damals noch Dacron-Bespannung und 462er Rotax, ja, und damit ging das schon wirklich recht gut. Erst später kam dann der 582er dabei, der hat natürlich ein bisschen mehr Bums und dementsprechend, also ich kann es nur vom Hören sagen, also es sind genug da, die sahen also eine C22 nur mit Rumpfboot, also als Cabrio mit 582er Rotax und dicken Profil, das Ding steigt wie Sau. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nur Erfahrung sammeln können auf drei verschiedenen Motoren, aber auch nur mit dem dünnen Profil. Ja. Dann nachher kam dann die Auflastung, also das war die 390 Kilo Variante, es kam dann nachher auch die Auflastung auf 400 Kilo, hatte den Vorteil, da war dann schon zum Teil auch schon die Aero-Verkleidung dran. Ja. Und das hat auch wieder den Vorteil, auch wenn es wirklich sehr kalt ist draußen, man kann, ja, man zieht sich normal dick an, ja, mit Jack und so weiter. Man kann trotzdem fliegen. Warum? Weil man in einer geschlossenen Kabine sitzt. Ja, hat immer wunderbar funktioniert. Dann braucht man keine extra Wärmekleidung oder sowas. Dann nächste Stufe, die Auflastung auf 450 Kilo und dünnes Profil. Und dann auch nachher die Verstärkung vom Motorträger und auch vom Haupthelm. Ja, da kam so eine Verstärkungshülse rein. Und somit war man dann auch in der Lage, hier die Viertaktvarianten zu verbauen. Im Gerätekennblatt der Maschine sind fünf Motoren eingetragen. Ja, das ist der 462er, der 582er, der BMW R100 Motor, der Sauer UL 1800 und natürlich der 912er Rotax. Von den Flugleistungen sind sie ungefähr gleich. Ja, wir haben hier eine Startstrecke von guten 200 Meter. Steigleistung liegt so zwischen 3 und 5 Metern die Sekunde, sowohl beim Sauer wie auch beim 582er. Beim 912er ist es ein bisschen mehr, das sind knapp 4 bis 6. Ja. Verbräuche, ja gut, zwei Takter braucht halt einfach mehr Sprit. Vorteil halt an den Motoren ist, sie sind klein und haben trotzdem Leistung, ja, klein und leicht. Deshalb werden sie auch noch in vielen 120 Kilo Klasse verbaut. Aber ich finde mittlerweile ist, ja, sind sie nämlich so auf der Höhe der Zeit. Ja. Ich bin zwar kein grüner Wähler, ich finde alles geil, was irgendwie Krach macht und stinkt, ja, aber ja, ist halt eben so. Wie gesagt, brauchen halt einfach mehr Sprit. Damals, ich habe keine Daten jetzt, was der 462er angeht, ja, aber der 582er lag da schon bei mir guten 18 Litern. Ja.
Da kommt es tatsächlich aufs Wetter an und ob ihr alleine oder zu zweit fliegt, aber mit guten 18 Litern ist man da dabei. Der Sauermotor lag da so ungefähr bei 12 und der 912er ungefähr bei 14, 15 Liter. Ja. Flugleistung, wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit, ich sag mal, also normale Fluggeschwindigkeit liegt hier so bei 110, 115. Mit dem Sauer bin ich so konstant immer 110 geflogen. Mit dem 582er waren es doch schon so um die 115. Hier sind auch schon mal zwischen 120 und 130 drin, aber dann fängt es ja langsam an, sich nicht mehr so wohl zu fühlen, weil ja, ihr seht selbst, es ist aerodynamisch einfach eine fliegende Schrankwand. Ja. Mehr ist da einfach nicht drin. Ausmaße, ja, ihr sitzt hier relativ dicht am Boden, also das ist nicht so wie bei einer FK9 oder C42, wo man einfach so mit dem Arsch reinschlittern kann, ja, also das schreckt auch viele ab. Ich habe schon zu Genüge erlebt, dass Leute tatsächlich Interesse an dem Flieger haben, aber dann scheitert es am Einsteigen, ja, also es ist was anderes, es ist relativ ja, tief die Maschine, aber man hat es ja, ein paar Mal gemacht, 3-4 Mal und dann hat man den Bogen draußen und dann funktioniert es. Ja. Also davon bitte nicht abschrecken lassen, wie man hier in die Maschine einsteigt. Höhe der Maschine sind knappe 2,70 Meter, lang ist sie 5,60 Meter, Spannweite ungefähr 10,40 Meter. Also schon ein bisschen mehr noch wie eine C42. Gewicht, ja gut, das kommt auf die Variante an. Ja. Ob es eine Cabrio-Version ist, ob sie die Auflastung hat, welcher Motor verbaut ist. Ja. Der 582er, der hat ungefähr 30 Kilo. Wobei zum Beispiel der Sauer schon 64 Kilo hat, ja, also das ist schon ein Brocken. Der 912er hat, glaube ich, 55 oder 56 Kilo, so irgendwas. Dementsprechend fällt auch dann nachher das Gewicht der Maschine aus. Auch bei mir, ja, viel Zeugs dran, Radschuhe, Cowling, ja, die Aero-Verlängerung, ja, also das, was noch hinten das Stück dran ist an der Hecktüte, ja. Also das ist alles Gewicht, aber durch den Motor jetzt kann man das gut kompensieren. Aber wie gesagt, dann fällt auch dementsprechend das Gewicht der Maschine aus und auch die Zuladung der Maschine. Ja, ja, das war jetzt mal von außen. Wie gesagt, Motoren. Ich fand immer, der 582er ist eigentlich idealer Motor. Also wenn ihr da tatsächlich einen Feierabendsflieger sucht, sind dann natürlich mit einer günstigen Variante mit 2-Takt immer gut bedient. Denn das, was er hier mehr ausgibt an einer 4-Takt-Variante, das müsst ihr zuerst mal verfliegen an Sprit. Ja. Trotzdem finde ich die 300 Stunden TBO zum Beispiel für den 582er absolut gerechtfertigt. Er ist halt schon wartungsintensiv, aber man hat es auch gesehen beim Rennen, ja, der Motor schnurrt wie eine Nähmaschine und trotzdem irgendwann macht es bapp und das Ding steht. Ja. Deshalb alle 300 Stunden muss man schon gucken, ob alles noch in Ordnung ist mit dem Motor. Natürlich fällt da die TBO beim Sauer weitaus höher aus, genauso auch beim 912er. Von der Warte aus ist das ja wieder was anderes. Die Preise fangen hier an, ich sag mal Cabrio-Variante so ab 3.500, 4.000 bis hoch jetzt dann knapp 50.000, 60.000, so wie es jetzt hier steht. Das kommt immer drauf an, was man ausgeben möchte. Aber es ist immer noch im Rahmen, ja, wenn man jetzt wirklich überlegt, was man sonst so ausgibt für einen eigenen Flieger. Zumal wir noch die Möglichkeit haben, unsere Maschinen vom Verein zu benutzen, also die C42 oder die FK9. Ja. Also ich bin, wie gesagt, zufrieden. Es ist halt ein schöner Feierabendsflieger und es macht einfach Spaß, ja. Aber mittlerweile, wir haben ja solche Hochleistungs-ULs mittlerweile. Natürlich ist das eine schöne Sache, wenn man das Geld dazu hätte. Ja, man setzt sich hier in eine Shark oder VL3 rein, na, knallt mit 300 Sache durch die Walachei und ist ruckzuck an der Nord- oder Ostsee. Ja, das geht halt hier eben nicht. Deshalb ist es sehr einfach zu bedienen, ja, wirklich kinderleicht. Man hat keine Klappen, nix, ja. Man kann sich wirklich aufs Fliegen konzentrieren und ja, kann einfach so das Fliegen einfach genießen, ja. Ja, so sieht die Kiste von außen aus. Habt ihr bestimmt schon gesehen, es gibt auch einen Unterschied, was die Hecktüte angeht. Die ältere Version hatten tatsächlich hier so auf beiden Seiten so eine Einbuchtung drin. Und das war deshalb, die Rettung war damals noch nicht in der Hecktüte drin, ne, sondern auf dem Hauptholm. Ja. Also die älteren Modelle der C22 hatten tatsächlich die Rettung auf dem Hauptholm obendrauf, also auf dem Flügel. Ja. Und erst später wurde das geändert. Ja, soweit die technischen Daten. Wie gesagt, Steigleistung, ca. 200 Meter ist man in der Luft mit dem Ding. Fliegt so, ich sag mal, um die 110 bis 120, 130, je nachdem Motorisierung. Mehr ist dann absolut wirklich nicht drin. Also so bei 110, 115 fühlt es sich auf jeden Fall wohl. Hier geht auch 120, 125, das ist alles noch akzeptabel. Dann die Scheiben, ja, wie gesagt,
Der Einstieg ist ein bisschen tricky, aber hier ist mein schöner Rahmen, den habe ich ja übernehmen können. Ja, der ist ja, war ja damals schon auf der Lima Tenco drauf. Ja, schöne Lambo-Scheiben. Ist halt eben gut, das Ganze ist halt fest, hat eine gute Stabilität. Sonst hat man hier das normale Makrolon, ja, das wabbelt so ein bisschen. Kann man aber auch dann normal hochbiegen und auch oben festmachen. Ja. Kuppelscheiben, auch so ein Thema. Viele haben keine Kuppelscheiben mehr. Die Dinger sind auch schweineteuer, obwohl genug Nachfrage eigentlich da wäre. Ja, auch in unserer Gruppe sind genug, die eigentlich welche haben wollte. Aber mittlerweile verlangt Comco, glaube ich, um die 800 oder 900 Euro für so eine Kuppelscheibe. Wohlgemerkt für einen Teil, ja, nur eine Seite. Wir haben ja zwei Seiten und das ist schon eine Hausnummer. Also finde ich schon extrem. Naja. Gut, jetzt mal von innen die Maschine. Wie gesagt, jede C22 ist da individuell. Ja, bei mir ist jetzt so mit Teppich an der Rückwand, Sitzheizung. Hier habe ich schon eh und je immer Kästen drunter gehabt oder so kleine Körbe. Ja. Vorher waren es zwei Körbe, hier ist jetzt ein großer. Da kann man halt, wie gesagt, seine Sachen so ein bisschen reinlegen. Auch natürlich Teppich hier auf dem Boden. Vorteil war halt eben, ich habe das komplett so ausgelegt, ja, von hier unten der Teppichboden bis über die Achsen drüber, ja, so ist das Ding richtig zu und es kommt nicht viel Wind hinein. Dann natürlich hier auch meine Schottwand, ja, und die Heizung, wurde ich auch schon gefragt, was das überhaupt für eine Heizung ist. Ich verlinke die Heizung auf jeden Fall in der Videobeschreibung und zwar ist das eine ganz normale Kühlerheizung, ja, für Traktor oder Bagger. Ist auch nicht teuer und hat halt eben den Vorteil, man bindet sie mit in den bestehenden Wasserkühlkreislauf des Motors mit ein. Kleiner elektrischer Anschluss mit dem Schalter. Es sind zwei Lüfter drin und so kann man dann ein bisschen warme Luft in den Innenraum blasen. Also wie gesagt, das Ding ist nicht teuer. Es gibt auch verschiedene Varianten, könnt ihr unter Google einfach mal Kühlerheizung oder sowas eingeben. Und ja, wie gesagt, ich verlinke sie einfach in der Videobeschreibung, guckt sie euch einfach an, die ist nicht teuer und ja, sie funktioniert. Und das ist die Hauptsache, ja, die hat ja vorher schon der Olaf verbaut. Ja, so sieht das bei mir aus. Relativ spartanisch, man kann das alles schön machen. Und hat halt hier auch die Möglichkeiten, Oplo oder sonst was zu verbauen. Platz ist definitiv genug. Schulterfreiheit, ja, auch durch die Kuppelscheiben, ja. Das ist ein kleines bisschen weniger, wenn man da hingeht und macht jetzt, da die halt eben so teuer sind, machen halt viele die Kuppelscheiben weg und machen da ganz normales Makrolon hin. Sieht dann zwar sauber aus, aber wie gesagt, so ein paar Zentimeter fehlt dann pro Seite einfach an Schulterfreiheit. Deshalb bin ich froh, dass die hier noch so weit intakt sind. Dass ich mal da jetzt im Moment noch keine Gedanken machen muss. Platz ist auf jeden Fall zu Genüge drinne. Das muss man schon sagen. Auch auf langen Strecken fühlt man sich wirklich, wirklich wohl. Und da tut einem auch nichts weh. Ich bin jetzt nicht relativ groß, also 1,70. Nur halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr an den Schultern, ja. Aber man kann die Maschine tatsächlich fliegen von, ich sag mal, also ich passe rein mit 1,70, da funktioniert das wunderbar. Aber auch größere Menschen wie damals der Jörg mit 1,90, 1,95 passt da locker rein. Also das funktioniert. Also von der Warte aus gibt es kein Problem. Was noch schön ist, Mittelsteuer und Gasgriff an den Seiten finde ich persönlich einfach ein bisschen besser gelöst wie bei der C42. Ja. Da hat man ja der Gashebel so zwischen die Beine. Ich fand das immer ein bisschen. Ja, scheiße, so, ja, als hätte man den Nuss rumspiele. Ja. Besonders wenn man dann halt eben noch Kniebrett auf dem Knie, auf dem Bein hat oder so, ne, dann war das, ja, ich fand es nie so toll. Auch das Umgreifen dann für die Klappen hätte man anders lösen können. Ja. Selbst bei der C22 sind ein paar Sachen dabei, wo ich denke, Alter, was haben sie sich dabei gedacht? Oder ist das zwischen ja, Pause und Gang zum Klo entwickelt worden oder was? Ja, manche Sachen hätte man verbessern können, aber. Wie gesagt, es ist ja kein Hochleistungsmodell. Wie gesagt, wir gehen hier schon bald auf die 30 Jahre zu und von der Warte aus alles gut. Es gibt natürlich genügend Flugzeuge, die dasselbe Prinzip verfolgen. Ja, also den Motor, den Propeller am Flügel. Ja, egal, ob das die alten Fox sind oder ob das der französische XR ist. Ja. Was mir besonders gut gefällt von den Italienern ist der Jet Fox. Ja, gab es den Jet Fox 91, 95 und ich glaube 97. Auf jeden Fall mega geil, ja, sieht wirklich richtig klasse aus. Die haben sich auch richtig Gedanken gemacht, ja, das ist richtig, wie soll ich sagen, durchdesignt, das Ding vom Rumpf über die Cowling, das ist alles, alles komplett durchgängig und sieht dementsprechend richtig schnittig aus. Die hat auch keinen Instrumentenpilz drin, sondern ein richtiges Cockpit, also ja, ich denke, mit der Zeit hätte das wahrscheinlich
Komco auch machen können, hier die C22 so ein bisschen zu überarbeiten. Dann natürlich die Endstufe ist jetzt mittlerweile der neue FX1, auch von den Italienern. Ein Megateil, aber ja, da sind wir da schon vom Geld mäßig im sechsstelligen Bereich. Ja. Also das ist schon heftig. Entweder ist man Großverdiener von Berufssohn. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon heftig. Aber es sieht mega geil aus, das Teil. Ja. Hätte wahrscheinlich Comco auch machen können, eine moderne Version der C22 rauszubringen. Ja. Keine Ahnung, haben sie nicht gemacht. Schade. Auf jeden Fall der FX1, das ist schon mega. Die C22, wie gesagt, für mich ist, man bekommt sie günstig, man hat Spaß beim Fliegen, ja. Ist zwar nicht schnell unterwegs, aber das ist auch gar nicht, ist mir gar nicht so wichtig eigentlich. Es macht einfach nur unheimlich viel Spaß, ja. Wir haben mittlerweile so viele Hochleistungs-ULs und da wird der Grad zwischen Eco und UL doch schon sehr, sehr gering, ja. Und dieser Grundgedanke der UL-Fliegerei geht eigentlich verloren, ja. Das ist eigentlich schon schade. Aber die haben auch ihren Reiz, ja, also deshalb, manchmal verstehe ich das nicht, wir sind halt eben keine Piloten, sondern Luftsportgeräteführer und dann sitzt man sich in eine VL3 oder eine Shark und fliegt einen in seiner Ego-Klasse zugrunde, ja, also leistungstechnisch sind die Dinger mittlerweile, ist schon Wahnsinn. Ja, das, wie gesagt, soweit zur unserer schönen C22, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit nichts vergessen. Was ihr wissen wolltet, ja, über die Heizung, über die Flugleistung, Platzangebot und so weiter und so fort. Falls noch Fragen bestehen, ja, haut es einfach in die Kommentare. Natürlich beantworte ich das gern. Ich hoffe, es war ein klein bisschen interessant für euch und hat Spaß gemacht. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch meinen Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Ja, der René ist jetzt auch hier. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Macht's gut.